Hallo, ich bin die Martina und ich freue mich, dass du da bist. Ich bin begeisterte Strömerin, ströme meistens Tiere, aber auch mich selbst und deshalb weiß ich, wie gut das Strömen tut. Und weil ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass du es einfach mal für dich ausprobierst, habe ich eine Reihe von Videos gemacht, in denen du mit mir zusammen ein wenig strömen kannst. Anfangen möchte ich heute mit dem Daumen. Immer dann, wenn du den Daumen strömst, wirst du sehen, wie all deine Sorgen verfliegen. Strömen heißt ganz einfach, dass du den Daumen mit den Fingern der anderen Hand umschließt. Ob du den rechten nimmst oder den linken, das liegt ganz an dir. Mach es einfach so, wie es sich für dich gut und richtig anfühlt. Und nur noch eine Bitte. Drück den Daumen nicht zu fest. Stell dir vor, er ist ein kleines Vögelchen und das Vögelchen soll noch piepen können. Du sollst ihm nicht die Luft abdrücken. Damit das Strömen nicht so langweilig ist, habe ich dir eine Geschichte zusammengeschrieben. Irgendjemand hat sie mir mal erzählt und ja, ich habe sie niedergeschrieben. Ich hoffe, dass sie dir gefällt. Es geht um ein Blatt, das sich ganz viele Sorgen macht. Und ich würde jetzt einfach sagen, ich lese dir die Geschichte vor und du hältst dir in der Zwischenzeit den Daumen. Es war einmal an einem Tag im Frühling, einem Tag, an dem der Wind so heftig um die alte Eiche herumtanzte, dass sämtliche Blätter durcheinander gerüttelt wurden. Da fing ein kleines Blättchen urplötzlich an zu seufzen. Es seufzte und konnte sich gar nicht mehr beruhigen. Der Zweig, an dem das kleine Blatt hing, beugte sich ein wenig zu ihm hinunter und fragte: Was ist los, kleines Blatt? Warum seufzt du so herzzerreißend? Und das kleine Blatt antwortete: Der Wind hat mir soeben zugeraunt, dass der Tag käme, an dem er so fest an uns Blättern reißen würde, dass wir uns nicht mehr festhalten könnten. Dann würde er uns durch die Luft wirbeln und auf den Boden werfen. Das klingt doch schrecklich, oder? Ich mache mir solche Sorgen, dass ich gar nicht einschlafen kann. Das Blatt zog die Stirn in ganz tiefe Falten, was fast schon wieder ein bisschen komisch aussah. Der Zweig war ein sehr mitfühlender Zweig, und so erzählte er dem Ast, an dem er hing, von den Sorgen des kleinen Blatts. Und der Ast erzählte es der Eiche. Die alte Eiche war ein sehr weiser und liebevoller Baum. Viele, viele Jahre stand sie schon am immer gleichen Fleck, hatte vieles erlebt und noch mehr gesehen. Die alte Eiche sprach: Ast, sag dem Zweig, er möge dem kleinen Blatt sagen, dass es sich keine Sorgen machen muss. Der Wind hat eine große Klappe. Er kann das Blatt erst dann wegwirbeln, wenn es das auch wirklich will. Als das kleine Blatt die Botschaft hörte, hörte es sofort auf zu seufzen, machte es sich an seinem Zweig gemütlich und sang munter vor sich hin. Und immer dann, wenn die alte Eiche sich im Wind schüttelte und all ihre Äste sich mitschüttelten und die Zweige sich mitschüttelten, dass die Blätter nur so durcheinander gewirbelt wurden, tanzte das kleine Blatt lustig auf und ab, ganz so, als wenn nichts und niemand es je dazu bringen würde, seinen Zweig loszulassen. So verging der Sommer und der Herbst zog ins Land. Das kleine Blatt sah, wie all seine Geschwister sich mit den herrlichsten Farben schmückten. Sie wurden rot und gelb und orange und leuchteten in ihrer ganzen Pracht so schön wie nie zuvor. Da fragte es die Eiche, was das zu bedeuten habe, und diese antwortete sanft: All deine Geschwister machen sich bereit, davonzufliegen, und in ihrer Vorfreude schmücken sie sich mit den schönsten Farben. Das kleine Blatt wollte nicht alleine zurückbleiben und bemühte sich sehr, es seinen Geschwistern gleichzutun. Es bekam goldene Punkte und rote Streifen, und die Menschen blieben stehen und bewunderten es. Doch irgendwann fiel ihm auf, dass die Eiche selbst mit all ihren Ästen und Zweigen sich gar nicht verfärbte und fragte:
Warum seid ihr alle noch langweilig braun, während wir so schön bunt geworden sind? Da antwortete die Eiche, wir müssen noch weiter unsere Arbeitskleidung tragen, denn wir sind noch lange nicht fertig. Aber ihr könnt eure Sonntagskleidung anlegen, eure Arbeit ist getan. Genau in diesem Augenblick kam eine leichte Windböe. Sie war wirklich nur ganz leicht, aber ohne auch nur einen Moment darüber nachzudenken, öffnete das Blatt seine kleinen Fingerchen, ließ den Zweig los und tanzte mit all den anderen munter durch die Luft. Auf und ab ging es in einem fröhlichen Reigen, bis es schließlich zusammen mit vielen anderen unter einer Hecke zu liegen kam. Richtig kuschelig war es dort und es begann zu träumen. Einen Traum, so wunderbar, dass es vielleicht nie wieder aufhören wird zu träumen. Du siehst, es ist völlig sinnlos, sich Sorgen zu machen. Wir wissen nicht, was morgen ist, was im nächsten Herbst sein wird. Aber eines weiß ich, es wird alles so kommen, wie es gut für dich ist. Und wenn du dir jeden Tag den Daumen hältst, dann weißt du das bald auch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Strömen.